Hunderttausende Frauen gingen am vergangenen Freitag für ihre Anliegen auf die Straße. Der zweite große Frauenstreik nach 1991 hat nicht nur in der Schweiz mediale Aufmerksamkeit erregt. Im ganzen Land versammelten sich am 14. Juni zahlreiche Frauen zu Kundgebungen. Die OrganisatorInnen sprechen von der größten politischen Demonstration der neueren Geschichte. Es war der zweite große nationale Frauenstreik nach dem 14. Juni 1991. Auch internationale Medien berichteten darüber, wie Schweizer Frauen für Anliegen wie Lohngerechtigkeit und mehr Mitsprache demonstrierten. The Guardian fasst den Streik in Worten und Bildern zusammen, geht aber auch auf die Hintergründe ein. Euronews ging bereits im Vorfeld auf die Gründe ein, warum Schweizer Frauen auf die Straße gehen. Auch die spanische Las Provincas berichtet über die Situation der Schweizer Frauen. CNN Business beschreibt insbesondere die Ungleichheit auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. Die New York Times lässt Schweizer Frauen direkt zu Wort kommen, Teilnehmerinnen, Organisatorinnen und Politikerinnen. BBC zitiert die Beweggründe von Frauenstreikteilnehmerinnen und eines männlichen Partizipanten. In einem Video äußert sich zudem SP-Politikerin Flavia Wasserfallen zum Frauenstreik. Taiwan News hat mit einer Frau gesprochen, die nicht am Frauenstreik teilnehmen konnte.